Hallo, liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels. Herzlich willkommen zurück zu Egonson spielt This War of Mine. Wir sind bei Tag 11 angekommen. Ich habe eine kleine Spielpause gemacht. Und was sehen meine müden Augen hier unten? Gemüse. Die Nacht war ruhig. Ah ja. Also wir haben letztes Mal zwar einen Überfall gehabt, aber ich habe ja hier jetzt eben das Spiel abgebrochen und neu gestartet. Deswegen hat der Random Number Generator jetzt ein anderes Event draus gemacht. Aber beim letzten Mal wurden wir auch nicht verletzt, hat nichts geklaut bekommen. Wir haben nur 3 Munition verbraucht. Und in den Kommentaren wurde auch gefragt, ob wir die richtige Munition für unsere Schrotflinte hätten. Das ist der Fall, denn bei This War of Mine gibt es nur diese eine Munition. Die ist dann für alle Schusswaffen einsetzbar. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre das dann, denke ich mal, zu unterschiedlich, zu strategisch. Von daher sind wir da froh, dass das so geregelt ist. Es ist Tag 11, das heißt, es ist Fütterungszeit und... Ah, okay, das Gemüse ist doch noch nicht fertig. Es hat nur dieses Overlay nicht gehabt, als wir reingekommen sind. Schade eigentlich. Ich hätte mich jetzt auch gewundert, dass das so schnell geht. Wir werden mehr Wasser... Wasser bauen, wollte ich schon sagen. Mehr Wasser filtern. Herstellen. Letzte Nacht waren wir ja wieder auf der Baustelle. Ich gehe mal davon aus, dass wir da heute Nacht auch wieder hingehen werden, um eben dann noch mehr Teile und Holz zu holen. Ich schaue mich gerade mal hier um. Mit reinem Alkohol können wir da was machen. Und Tabakblätter. Tabakblätter können wir ziehen mit Kräutern. Kräuter haben wir schon alle aufgebraucht. Ihr seht da, ist es, wenn wir dann die selbstgedrehten Zigaretten hätten. Das hier ist richtiger Tabak. Und das hier ist selbstgezogener Tabak, ne? Ja. Nun gut. Aber Zigaretten wollen wir eh nicht haben. Oh, das Fleisch ist steht zur Verfügung. Wir haben schon 6 Fleisch. In 2 Tagen können wir dann eben auch mit dem Gemüse noch richtige warme Mahlzeiten zubereiten. Wenn denn Bruno dann noch wach ist. Wir nutzen wieder ein Fleisch, um die Falle zu füllen. Und schauen außerdem, was haben wir nicht angelegt, ob wir denn noch eine Falle bauen können. Haben wir dafür genügend Teile? Das haben wir. Das ist eine gute Frage. Wollen wir... Wir können verschiedene Sachen machen. Wir können ein zweites Bett bauen. Würde ich jetzt noch nicht machen, wenn wir noch jemanden hier zubekommen. Manchmal klopft jemand und bietet um Unterschlupf. Den nehmen wir natürlich dann auch auf. Da werden wir noch ein zweites Bett bauen, damit nachts 2 schlafen können und dann eben tagsüber die beiden Müden auch ins Bett können. Wir können aber auch weitere Regenwassersammelbecken bauen, um die Wasserproduktion zu beschleunigen. Aber aktuell haben wir sie noch nicht ausgereizt, deswegen will ich das auch lassen. Wir haben den Kräutergarten zum Gemüsegarten gemacht und hätten jetzt eigentlich die Möglichkeit, über den Destillateur dann eben Alkohol herzustellen. Und mit der Brennblase für Schnaps dann reinen Alkohol zu machen, den wir eben für die Herstellung von Medikamenten brauchen. Aber ihr seht schon, das ist sehr, ja, ressourcenintensiv. Deswegen würde ich das, solange wir das jetzt nicht machen müssen, auch lassen. Was wir brauchen, ist halt immer Nahrung. Deswegen ist ja die zweite Falle für Kleintiere meiner Meinung nach the way to go. Was wir auch noch machen werden, wir stellen hier unten neben die andere. Was wir auch noch machen werden, ist dann, sobald wir die nötigen Elektroteile haben, eine verstärkte Tür herzustellen. Mit der verstärkten Tür, die funktioniert quasi wie die Barrikaden als Schutz vor Überfällen, sodass wir nachts ruhiger schlafen können und weniger in Gefahr laufen, dann uns zu verletzen, wenn wir überfallen werden. Sägeblatt können wir immer nicht bauen. Und ich würde auch darauf verzichten wollen, all das hier zu investieren, um dann Sägeblatt zu bauen. So viel ist mir dann nicht wert, bei den Orten, an denen wir schon waren, die Gitterstäbe durchzusägen, um dann an zwar bestimmt gutes Zeug zu kommen, aber immer. Aber das brauchen wir aktuell nicht. Die Herstellung echter Medikamente und qualitativ hochwertiger Drehtabakzigaretten. Achso, ja genau. Das Ding ist, dass man hier, ich glaube die Logik dahinter habe ich noch nicht erzählt, die Kräutermedizin wirkt oder wirkt nicht. Es ist so eine 50-50 Chance, dass wenn jemand kränkelt, sich krank fühlt und dann eben Medizin nimmt und sich hinlegt, dass es wirkt.
bei echter Medizin haben wir eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass es wirkt. Also das wirkt sicher. Wenn du dich dann hinlegst, dann fühlt sich derjenige nicht mehr krank und ist dann nicht mehr erkältet. Hier geht es nicht nur um eine Erkältung, sondern wenn du dort eben krank bist und keine Antibiotika hast, dann kann das richtig böse enden, eben auch im Tod. Wir nutzen noch ein weiteres Fleisch zur Herstellung und zum Fangen weiterer Kleintiere, die man dann weiterverarbeiten kann. Eigentlich würde ich gerne einen Vegan Run machen, aber das hat das Spiel auch nicht vorgesehen. Aber was brauchen wir denn dafür? Weil es wäre ja schon nicht verkehrt. Die Frage ist nur, brauchen wir da 4 Elektroteile, ein Mixer, der auch wieder 4 Elektroteile kostet. Also 8 Elektroteile. Den Rest haben wir sogar schon. Elektroteile sind King hier, wenn wir uns weiter upgraden wollen. Aber die gibt es in der Baustelle nicht. Ich würde auch sagen, dass wir die Hungrigen, muss er noch essen. Ich würde sagen, dass wir die und die alle, hä? Sind jetzt alle? Nein. Du hast doch schon gegessen, du bist noch müde. Bruno. Uiuiui. Das war knapp. Einmal nicht aufgepasst. Schon frisst er einem alles weg. Ich würde sagen, dass wir heute Nacht nochmal in die Baustelle gehen und dann wirklich nochmal leer räumen. Um dann in der nächsten Nacht zu gucken, ob wir wieder weitere Orte freigeschaltet bekommen, zu denen wir gehen können. Um da neue Sachen zu entdecken. Vor allem eben Elektroteile. Und was wir dann auch machen können, ist mal überlegen, ob wir traden wollen. Wenn denn dann wir was herstellen können mit unseren Kräutern zum Beispiel. Wir stellen noch einen Filter her, den wir dann nutzen, um nochmal Wasser aufzusetzen. Damit wir da übermorgen kochen können mit. Und dann war es das für heute auch schon wieder. Ich hoffe, mein Spielstil langweilt euch nicht zu Tode, aber es ist tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, dieses Spiel so spielen möchte, dass man diese Stimmung mitbekommt und ich möchte es eben nicht strategisch 100% komplett ans Maximum bringen, damit man irgendwie das abschließt mit den meisten Ressourcen ever oder so. Es kann auch gut sein, dass man zum Ende hin dann wirklich, sobald wir genügend Essen haben und sicher und sicher fühlen, einen Tag nach dem anderen durchskippen, um einfach die Zeit im Krieg schneller durchzustehen, um dann uns zu unserem Ziel zu kommen und zu überleben. Tag ist beendet. Bruno fragt nach seinen Zigaretten. Das erste, nachdem er aufsteht. Bruno schläft im Bett. Pavle steht Wache. Und die Baustelle können wir nach wie vor besuchen. Etwas Lebensmittel. Die werden dann höchstwahrscheinlich unten versteckt sein. Vorbereiten. Wir nehmen sonst nichts mit. Wir hoffen, dass die Soldaten heute sich nicht dafür entschieden haben, wieder auf der Baustelle rumzulungern. So dass wir alles selbst nehmen können. Wir hören und schauen uns natürlich um. Gehen nochmal runter. Aber da haben wir alles mitgenommen, ne? Da ist jetzt nur das hier. Okay. Mal wieder hoch. Gleich habe ich es nicht erzählt. Wir haben die Möglichkeit, mit einem Klick eben zu schleichen. Das ist geräuschlos. Oder mit einem Doppelklick zu rennen. Was alles andere als geräuschlos ist, aber das sieht ihr ja auch an den Schallwellen, die das Spiel hier darstellt. Ich gehe fest davon aus, dass wenn die Soldaten hier wären, wir sie schon längst bemerkt hätten. Nehmen wir auch mal Waffenteile mit. Können wir später immer noch verchecken. Wenn der Händler mal wiederkommt, den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Von ihnen kaufen wir auf jeden Fall Elektroteile. Wenn er welche hat, ist er auch nicht sicher. Ach, da oben. Ja, da oben steht auch ein Kühlschrank und so. Also wenn wir mal Lebensmittel brauchen, Sägeblatt herstellen, dann wissen wir, dass es hier noch Lebensmittel gibt. Das wurde ja auch auf der Karte angezeigt.
Warum ist da beim Fernseher? Warum sind da keine Elektroteile? So unfair. Oha. Wir müssen die Waffenteile weichen und wir nehmen mehr Holz mit. Ja. Oh, es war schon wieder. Da ist das Spiel leider sehr unbarmherzig mit einem. Man könnte auch zu zweit plündern gehen. Aber beide gleichzeitig zu steuern ist halt auch wieder sehr, sehr tricky. Um dann zwei Rucksäcke zu füllen. Gerade mit diesem Zeug für Holz und Bauteilen. Das hier ist Flugblatt. Ja, schon gesehen. Und noch mehr Waffenteile. Nun gut, dann rennen wir. Ah, ich überlege gerade, ob wir dann die Waffenteile nicht doch nehmen. Denn ich glaube, die lassen sich sehr gut stacken und sie sind mehr wert. Dann gehen wir nochmal dahin. Wir müssen jetzt zugucken, wie er da den Weg nochmal zurücklegt, aber wir haben auch genügend Zeit. Und den Waffenteilen können wir, glaube ich, auch an der Werkbank eben Messer herstellen, die wir auch wieder gut verkaufen können. Wo war das denn? Ich habe schon wieder alles vergessen. Hier muss doch was hier? So, dass ich einen Kopf wie ein Sieb habe. Ich dachte, das wäre auf der Seite gewesen. Nicht sicher, wie man da hinkommt. Wie war es hier entlang? Ja. Doch nur vier. Nun gut. Dann war es das. Achso, ich wollte noch was zeigen, was wir bisher nie gemacht haben. Also wir sind jetzt im Plündermodus sozusagen, das sieht man hier. Und wenn wir in den Faustmodus gehen, dann haben wir zum einen eine Health Bar und zum anderen ändern sich hier die Symbole. Wir können hier in Deckung gehen, sodass wir nicht gesehen werden. Und ich glaube, das ist schwer zu erkennen, aber es ist eben jemand, der sich in Deckung bringt und schießen würde. Wenn wir jetzt auf andere Menschen treffen, dann können wir sie eben anklicken und mit einem Faustschlag hoffentlich niederstrecken. Das ist aber bei dem wenigsten der Fall, dass da ein Faustschlag ausreicht. Also bei Zivilisten ja, aber da hat man ja keinen Grund, sie niederzustrecken. Außer man spielt halt richtig böse. Und bei den Soldaten würde das nicht reichen. Da bräuchte man schon unsere Schrotflinte, um da eine Chance zu haben. Aber ich versuche es so zu spielen, dass wir es erstmal nicht nutzen. Wenn wir in den Supermarkt gehen, dann vielleicht. Schauen, ob heute Nacht etwas passiert. Diese Nacht war ruhig. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen. Euer Egon Sonn.